So, hallo, wir machen weiter. Ohne doppelte Stimme. Bei Häschen. Das war ja im letzten Part nicht so erfolgreich. Jetzt passt wieder alles. Ich habe eine Testaufnahme gemacht, die doppelte Stimme ist weg. Ich kann kurz erklären, woher das kam. Ich hatte ja diesen Monitoreffekt. Also, was heißt Effekt? Monitor gibt es ja bei echten Auftritten auch, ne? Dass man sozusagen, dass die Musiker vor sich nochmal einen Lautsprecher haben, dass die sich selber hören können. Weil die ja nicht genau das hören, was sozusagen das Publikum hört. Und das gibt es hier bei OBS auch. Da kann man auch einstellen, dass man das hört, was sozusagen ihr hört. Allerdings gibt es die Option, dass man es mit Ausgabe einstellen kann oder nur Monitor. Ja, und der schlaue Conan hat natürlich mit Ausgabe eingestellt. Und deswegen hat es das dann auch übertragen. Und ja, ich hatte halt keine Testaufnahme deswegen gemacht. Weil es ist ja, ich will noch mal kurz erklären, wie diese Aufnahmen hier zustande kommen aktuell. Ne? Das ist so, ich denke mir so ganz spontan, okay, jetzt könnte ich gerade mal einen Part aufnehmen. Ich habe gerade so ein bisschen Zeit vielleicht und brauche einfach kurz eine kleine Pause von dem ganzen Unterrichtsvorbereitungsdingens und so weiter. Ne? Und dann mache ich das halt ganz, ganz schnell. Und deswegen ist es ja auch SMB geworden, so hauptsächlich aktuell. Weil das halt eben wirklich schnell geht. So, ich muss nicht, ich habe nicht lange Vorbereitung, ich muss nicht erst irgendwie, na, die ganzen Sachen auslegen, wenn ich zum Beispiel eine OBS, Quatsch, eine Switch-Aufnahme mache. Dann muss ich erst die ganzen Dinge, das mit den ganzen Kabeln machen und so weiter. Und das geht halt schnell. So, und deswegen habe ich mir gedacht, komm, so, vielleicht kriegst du zumindest ab und zu mal eine SMB-Aufnahme hin. Dann wäre der Kanal nicht komplett tot. Und du bist so ein bisschen aktiv noch. Aber ob das jetzt, ne, wie lange das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Und es wird ja auch trotzdem wieder eine Switch-Aufnahme zwischenzeitlich werden müssen, weil ich will auf jeden Fall verdammt nochmal Echoes of Wisdom spielen. Also das neue Zelda. Das ist für mich Pflicht. Das muss irgendwie zeitlich hinhauen. Alles andere geht nicht. Muss ich jetzt nochmal hier von vorne loslegen, wenn ich das. Oder wie? Ah, okay. Ja. Ich muss ja zurückspulen, blöderweise, weil sonst sind die eingesammelten Coins weg. Ach mein Gott. Aber ich habe ja den Midway Point, deswegen nehme ich das mal als okay hin. Gut. Genau, also deswegen ist es halt SMW geworden als schnelle, spontane Aufnahme. Und ja. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu erklären. So, eine fehlt noch. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Dass wir die jetzt auch noch kriegen werden. Wüsste nicht, warum nicht. Weil bisher waren die schon gut machbar und ich denke nicht, dass jetzt noch eine ganz schlimme kommt am Ende. Jawollo! Easy! Schönes Level. Sehr schön, okay. Gut. Dann. Comfy-Cruise. Oh. Ihr hättet's doch Konfikus nennen können. Aber ja, ergibt natürlich keinen Sinn. Es soll ein komfortabler, eine komfortable. Ich weiß nicht, was jetzt hieran komfortabel übrigens ist, wenn man direkt von so einem Viech hier begrüßt wird. Ich habe das Gefühl, der Name dieses Levels wird hier nicht Programm sein. Das ist alles andere als komfortabel. Ja, das ist. Auf so einem Schiff möchte ich auf jeden Fall reisen. Oh no. Habe ich jetzt schon was verpasst? Oh no, da war hundertprozentig eine Coin. Wenn ich jetzt das Ganze mache, also wenn ich jetzt das Ganze umsonst mache, dann, ne? Also wenn ich jetzt umsonst gestorben bin. Oh, ja, cool. Oh, das ist ganz schön schnelles Scrolling, ne? So, was ist jetzt hier? Weh, da ist keine Coin drin.
da oben ist auf jeden Fall was. Ach. Ich dachte, vielleicht muss ich was hochwerfen und dann ist da so ein Drehblock und dann fällt was runter, ein P-Switch oder sowas. Nein, ich komme da hoch. Ja, auch in Ordnung. Okay, wir nehmen nicht den Pilz mit. In Ordnung. Ist ganz schön schnell. Ganz schön schnelles Scrolling. Ach mein Gott, was tue ich? So, wir nehmen den Pilz diesmal wieder mit. Habe ich entschlossen. Beschlossen. Ich habe mich dazu entschlossen und ich habe es beschlossen. So ist richtig, ne? Ja. So. Also, diesmal wissen wir Bescheid. Hier geht's irgendwo hoch, jawollo. Nein, wir stehen... Bruder. Ach ja, ich wollte mit dem Bruder aufhören. Weiß nicht, ob ich im letzten Part angesprochen habe. Hä? Ach so, ich muss springen, um da was zu nehmen. Geht's nur in die Richtung? Ach, da kann man springen. Ah, jetzt scrollt es hoch. Oh mein Gott. LOL, die hätte ich halt fast nicht mitgenommen, weil es nicht hochgescrollt hat, ne? Ups. Aber sehr schön. Dann ist meine Theorie bestätigt worden, dass hier eine Coin drin war. So. Ich kann eigentlich nur unten längs. Aber jetzt muss ich hier hoch. Okay, gut. Okay, da ist wieder der Midway. Sehr schön. Und wir reisen weiter. Auf dem komfortablen Schiff. Wobei nicht das Schiff ist ja nicht komfortabel, sondern ist die Cruise ist ja, also die Fahrt selber soll ja komfortabel sein. Ist sie zwar auch nicht. Ach, jetzt komme ich hier wieder nicht. Oh mein Gott. Ich muss da sofort hoch, sonst komme ich da gar nicht hoch. So, mit dem Sprung muss ich da hoch. Nee. Warte, ich komme vielleicht noch. Nee, dann ist vorbei. Okay. Dann muss ich vielleicht mit dem Hammerbruder-Ding da hoch. Das würde auch noch funktionieren. Ja. So machen wir das. Okay. Aber wir bleiben schön oben. Ja. Ich hab's mir doch gedacht. Okay, und jetzt ist wieder kein Scrolling. Sehr schön. So, wir achten wieder auf irgendwelche Secrets irgendwo. Hier ist aber nichts. Oh, was? Keine Coin? Na gut. Ich glaub's. Ah, ich krieg sie nämlich, wenn ich hier rauskomme. Okay. Ja, ist auch in Ordnung. Gut. Zum Glück ein kurzes Scrolling-Level. Ich habe mich schon dumm genug angestellt. Das ist auch dann wieder gut. Das ist auch dann wieder gut. So. Alrighty. Bodega Bay. Okay, let's go. Da ist schon mal eine Blume. Die Musik ist wieder deutlich lauter als in anderen Leveln. Aber das halten wir aus. So. Ach komm schon. Nein, da kann ich nicht drauf springen. Ist mir zu spät auf eingefallen. An sich weiß ich's ja. So, aber die Blume zu behalten ist, glaube ich, für so ein Fischlevel sehr, sehr wichtig und richtig. Also schießen wir jetzt schon mal schön im Voraus alles weg. Aha. Da haben wir nämlich schon mal die erste. Wichtig und richtig.
Da ist die zweite. Sehr schön. Ah, ich kann hier zur Seite wieder hoch. Habe ich gar nicht gesehen. Also habe ich eigentlich habe ich es ja schon gesehen. Wieso sagt man, ich habe es nicht gesehen, wenn man es gesehen hat? Ich weiß es nicht. So. Aha. Dich brauche ich. Komm her. Und gib mir die dritte Coin. No. Oder war da Decke? Oder habe ich mich gerade an der Decke? Ich glaube, ich habe mich an der Decke gestoßen. Aber ich krieg bestimmt eine kleine Blume. Jawollo. Da ist sie. Die ist schon sehr essentiell hier und relevant. Essentiell und relevant. Hauptsache irgendwas dahergelabert. So, da ist Nummer 4. Nice. Nehmen wir hier wieder eine Blume? Nein. Aha. Ein verstecktes Leben. Auch schön. Ach, hier, ich muss hier rein. Okay. Ui, ich habe was gesehen. Wir haben alles. Nice. Sehr schön. Das sind in dem Part bisher alles sehr angenehme Confi-Coins gewesen. Ne? Oh, du bist alles andere als angenehm. Mach dich weg. Ja. Schmutz. Oh. Okay. Zack. Und weg ist er. So. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas erzählen wollte. Aber... ich wollte vor allem den Fail-Part ansprechen vom letzten Mal. Aber ich glaube, das habe ich alles schon gesagt. Sonst würde ich mich jetzt nur wieder wiederholen. Und ich habe zum 3 Millionensten Mal erzählt, dass... oh mein Gott, ich kann ihn gar nicht... warum denke ich denn, dass ich den abschießen kann? Warum bin ich denn dumm? So kann ich das machen. Aha, Nummer 1. Und ich habe zum 3 Millionensten Mal erzählt, dass ich das Zelda-Spiel spielen will. Also das ist ja auch klar. Also wer mich kennt, sollte das ja wissen. So. Problematische bei dem Echoes of Wisdom ist halt, kaum kommt's raus, werden so viele Leute spielen, ne? Erstens muss ich mich dann wieder vor Spoilern schützen, weil ich werde nicht sofort dazu kommen, es zu spielen. Und zweitens gibt es dann halt eigentlich eh schon wieder fast zu viele, die das auch hochladen. Aber ich meine, ich nehme halt automatisch die Dinge auf, die ich spiele. So. Wenn ich spiele, nehme ich auf. Also fast immer. Das Einzige, was ich jetzt nicht aufnehme, wenn ich spiele, logischerweise, sind so Handy-Apps-Geschichten. Hoppala. Habe ich schon erzählt, dass ich Brawl Stars spiele? Weiß es nicht. Wenn ich es nicht erzählt habe, jetzt wisst ihr es. Es ist halt, es ist wie mit Fortnite, ne? Das, was immer bei den Schülern so im Hype ist, die reden halt so lange darum und darüber, dass man dann halt irgendwann, also zumindest geht es mir immer so, dass man dann halt irgendwann einfach sagen, so, ich will jetzt gucken, wie das ist. Warum ist das so krass im Hype? Und es ist ähnlich wie bei Fortnite, das Spiel an sich ist okay. Also, man darf halt kein Geld dafür ausgeben. Problem ist nur anders als bei Fortnite. Würdest du dir bei Brawl Stars sogar Vorteile kaufen können? Und das ist ein bisschen... na, das ist nicht so schön. Bei Fortnite hast du ja wirklich nur Cosmetics, die du kaufst. So, wenn du anders aussehen willst, okay, zack, hier. Dann ist das so. Aber du verbesserst dadurch nicht dein... ich bin so blöd, ich spule kurz zurück, sorry. Du verbesserst dadurch nicht dein Gameplay. Aber bei Brawl Stars verbesserst du halt schon dein Gameplay. Weil du dann schneller deine Charaktere levelst und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen... das ist ein bisschen nicht so... och Mann, ja, nee, ist okay, akzeptiere ich. Das ist ein bisschen nicht so schön. Ich spiele auch jetzt nicht viel Brawl Stars. Ich spiele halt immer so diese... ja, diese FOMO-Sachen, ne, die man täglich machen muss. Was heißt muss, aber die man
täglich machen kann und die dann halt wieder weg sind. So wie tägliche Quests, ne? Weil wenn du, du hast ja dann einmal am Tag kommt so eine neue Quest, die du machen kannst, oder zwei neue Quests, die dann mehr Erfahrungspunkte geben. Und ich glaube, man kann pro Tag bringt es was, achtmal zu siegen, weil man dann diese, ja, ich glaube, dann bekommt man diese Star Drops. Ach Mist. Ja, jedenfalls, genau. Das nehme ich natürlich nicht auf, logischerweise. So. Aber es ist, wie gesagt, vom Ding her, vom Konzept her ist es eigentlich ein ganz nettes Spiel. So. Ja, und Geld gebe ich dafür natürlich nicht aus. Was auch nicht schön ist, verglichen mit Fortnite. Ich muss es mit Fortnite vergleichen, weil sich der Vergleich nun mal anbietet. Bei Fortnite habe ich ja gesagt, den Battle Pass kann man sich kaufen, weil er sich refinanziert. Ja? Das hat bedeutet, du kaufst dir einmal in deinem Leben in Fortnite den Battle Pass. Und wenn du dann zumindest so weit ausreichend spielst, dass du den Battle Pass halt durchbekommst, und das ist machbar, dann bekommst du automatisch sogar mehr von diesen V-Bucks zurück, als du in den Battle Pass investiert hast. Heißt sozusagen, du kriegst dein Geld halt. Nein, nicht, dein Geld kriegst du nicht zurück. Aber du musst den nächsten Battle Pass dir nicht wieder kaufen, sondern du bekommst automatisch wieder genug, ja, diese V-Coins zusammen, die dann eben, mit denen du den nächsten Battle Pass kaufen kannst. Das ist in Brawl Stars nicht so. Ich kann nicht gleichzeitig erzählen und spielen, was ist denn das? In Brawl Stars, wo ist denn jetzt der Pilz gewesen? War der hier drin? Ja, okay. In Brawl Stars gibt es auch Battle Pass, aber der refinanziert sich nicht. Also den kannst du nur für echtes Geld kaufen, für keine Ingame-Währung, und du bekommst zwar über den Battle Pass Ingame-Währung, aber wie gesagt, du kannst den nur für echtes Geld kaufen, und das finde ich nicht gut. Also deswegen, Brawl Stars wird von mir 0,00 Euro investiert. Da kommt gar nichts. In Fortnite hatte ich mir damals ja den Battle Pass geholt, aus den gerade genannten Gründen. Einmal kann man jetzt nicht holen und dann hat man sozusagen sein Leben lang genug. Also, wenn man halt dann spielt, dann hat man genug zusammen, um den nächsten Battle Pass sich leisten zu können. Wo bin ich vorhin gestorben? Hier irgendwo, ne? Da bin ich runtergesegelt. Ich muss jetzt echt aufpassen. Oh. Ui, okay, haben wir. So, jetzt darf gerne in Midway Point kommen. Danke. Puh. Ah, da sind wir wieder kurz vor Midway Point gestorben. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut. Ich wette, ich muss da unten längs. Für die Coin. Aua. Nee, ich muss hier unten längs für überhaupt den Weg. Wow! Jetzt habe ich den Glitch ausgelöst, ohne es zu wollen. Sehr gut. Ach, ich muss ja so machen. Okay, jetzt wissen wir müssen unten lang. Kann ich das nicht? Warte, aber das kann ich doch breaken, oder? Kann ich? Nee, ich brauche dafür. Ja, nee, das sind richtige Blöcke. Ah, doch, ich kann es breaken. Das ist natürlich ungünstig. Oder geht's mit dem nicht? Geht's mit dem nicht? Es geht mit dem nicht. Oh, aber ich sehe was. Wie komme ich da hoch? Ist das Deko oder kann man da hoch? Ah. Oh mein Gott. Okay, wir behalten uns das mal im Hinterkopf, dass da was sein könnte. So,
So, und mit dem löse ich es aus. Okay. Mit dem unteren aus irgendeinem Grund nicht. Sehr interessant. So, kriege ich hier irgendwie... Ne, ich kriege hier keinen. Ich habe dieses Ding, aber das ist ja nicht hoch genug. Hier ist auch keine... Der ist auch nicht hoch genug. Ah, okay, das ist nur Deko. Gut. So wie hier. Okay, es war nur Deko. Ich war ein bisschen paranoid. Oh, lol. Das hätte ich gerne. Sehr gut. Das Yoshi-Coins hier in dem Level sind schon wieder deutlich, deutlich schwieriger. Alles ja auch in Ordnung. Geh weg. Kann ich da runter? Ja, ne? Ach so. Da komme ich. Warte, von da komme ich wieder hoch, ne? Ja! Ich spule das kurz zurück. Ich akzeptiere dafür, dass ich den Pilz verliere. Aber ich war schon so stolz drauf, dass ich das gefunden. Wieso, was ist. Hä? Aber hier ist ja gar nichts. Oh, das ist, wenn man runterfällt. Ich habe gar nichts gefunden. Das ist, wenn man zu dumm ist, dann ist das die Strafe, dann ist das der Strafweg. Okay. Okay, das ist passiert. Okay. Das akzeptiere ich jetzt einfach mal. Ja, habe ich jetzt genug zu Brawl Stars erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Spielt jemand von euch Brawl? Jetzt ernst gemeinte Frage. Kann ja theoretisch sein. Spielt jemand von euch Brawl Stars? Hat es mal jemand angefangen? Konnte ein bisschen meinen Erzählungen folgen. Jetzt ist es links, jetzt ist es rechts. Sehr schön. Aua. Und falls jemand von euch Brawl Stars spielt, welcher ist euer Charakter? Also mit welchem Charakter spielt ihr gerne? Wenn ich jetzt Namen sage und mit denen kann keiner was anfangen, dann ist auch egal. Ich spiel. Wow, Bruder. Wie. Okay, was ist jetzt alles passiert hier? Oh nee, das ist eine Dings. Ich wollte es nicht mehr sagen. Entschuldigung, ich höre auf. Also es gibt ja diesen Edgar-Charakter, der, ne, mit dem spielen wahrscheinlich so alle Noobs in Anführungszeichen ab und zu. Weil der halt schon. Also er ist schon ein bisschen OP. Aber besonders gerne spiele ich mit Jessie. Und jetzt, ich hatte jetzt letztens einen, so einen relativ seltenen Charakter freigeschaltet. Also nicht der Charakter ist selten, aber der, oh lol. Aber wir haben alle Coins. Aber der Drop ist selten. Da habe ich jetzt, Gott, wie heißt die? Ich glaube, Janet oder so, die kann jedenfalls fliegen. Die mag ich auch ganz gerne. Die spielt sich ganz cool. So. Okay. Jetzt muss ich noch aufpassen, dass ich nicht mehr den Save State lade. Weil ich ja jetzt die Coins schon habe. Das war ne. Ich raff jetzt erst, dass das Blasen sind. Deswegen kann ich nicht draufspringen. Das habe ich nicht gerafft. Wieso zeigt denn das das nicht als. Ah. Wieso ist denn da die Grafik von der Blase weg? Ich raff jetzt erst, dass das Blasen sind. Ach, deswegen kann ich immer nicht draufspringen. Ich denke immer, was mache ich denn falsch? Ich kann. Oh mein Gott. Deswegen kann ich nicht draufspringen. Ja. Ja, okay. Das hier auch, ne? Ja, oh mein Gott. Aber wieso sieht man die denn nicht? Das ist ihr. Ja! Das erklärt so viele Momente von gerade, die schiefgelaufen sind, weil. Und die ich nicht gerafft habe. Oh mein Gott.
Die Dinger da unten sind auch Blasen, die jetzt hier entgegenkommen. Ich muss da einfach stehen. Oh, ich muss da einfach stehen bleiben. Dann erklärt sich das alles von der. Ach. Okay. Ja, die tun sozusagen. Die stressen also praktisch gar nicht. Ach, lol. Aber wieso ist die Grafik von der Blase außenrum weg? Warum sieht man das nicht? Ist Absicht? So, wir sind vorhin gestorben, als wir die andere Coin gesammelt haben hier unten. Na, das heißt, jetzt wird einfach das Ziel kommen. Das hätten wir alles so viel schneller haben können heute. Egal. So. Lava Lake, Abstract Fields, okay. Haben wir jetzt hier alles schon gemacht? Gar kein Bosskampf, okay, okay, ist in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Dann gibt es den erst da unten, den Bosskampf. Ja gut, komm, dann schießen wir den Part hier ab, dann haben wir eine Welt geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.